So, in dem Video werde ich jetzt meine Ringstruktur zeigen. Also, dafür betrachten wir uns mal wieder eine Menge. R, diesmal. Und diesmal auch mit zwei Operationen. Und zwar spezielle plus und mal. So. Für plus und mal muss auch wieder das kartesische Produkt abgebildet auf die Trägermenge, muss dann wieder abgeschlossen sein. So, und diesmal mache ich das, ich mache jetzt das nicht so wie bei den Gruppen, ich nehme jetzt hier gleich die Elemente A, B, C, die aus R, das ist Elementzeichen, ne? Ist Element von, so, und für die muss bezüglich der Addition gelten, erstmal das Assoziativgesetz A plus Klammer auf B plus C Klammer zu ist gleich Klammer auf A plus B Klammer zu plus C. So, und für die in der Trägermenge muss es auch ein neutrales Element geben, bezüglich Plus. Und zwar ist das, bei Plus ist das die 0. Also es muss ein Null-Element geben. Ne? So, das gilt 0 plus A ist gleich A plus 0 ist gleich A. So, das Ebenelement A muss auch ein inverses Element existieren. Und zwar ist das minus A. Also muss gelten A plus Klammer auf minus A Klammer zu ist gleich Klammer auf minus A, Klammer zu, plus A gleich 0. Das muss das neutrale Element rauskommen. So. Dann muss die Addition zusätzlich noch kommutativ sein. Also A plus B muss sein B plus A. So. So viel zur Addition. Jetzt zur Multiplikation. Bei der Multiplikation muss nur das Assoziativgesetz gelten. Das heißt also A mal Klammer auf B mal C Klammer zu muss gleich sein Klammer auf A mal B Klammer zu mal C. Und zusätzlich muss noch das Verbindungsgesetz gelten. Also ich muss Plus und Mal miteinander auch kombinieren können. Und zwar geht das A mal Klammer auf B plus C Klammer zu ist gleich A mal B plus A mal C. So, das ist so viel zum
Linksdistributivgesetz, jetzt kommt noch das Rechtsdistributivgesetz. Und zwar A, also Klammer auf, A plus B, Klammer zu, mal C ist gleich A mal C plus B mal C. Ja, so viel zur Ringstruktur.